Sprechen wir heute über das spannendste, verrückteste und faszinierendste Sachbuch, das jemals geschrieben wurde. Gehasst, verfemt, geliebt und bis heute ungebrochen, Julian Jaynes und der Ursprung des Bewusstseins im Zusammenbruch der bikameralen Psyche aus dem Jahr 1976. Wow, wow, wow. Das ist mal ein Titel, oder? Falls du ein Mann bist und möchtest, dass die Frau, die du dazu überredet hast, noch auf einen Tee in deine Wohnung zu kommen, denkt, du seist kein Pavian, sondern hochintellektuell und vergeistigt, das ist das Buch, das man beiläufig auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen sollte. Glaub mir, es funktioniert hervorragend. Es kann natürlich stets passieren, dass die besagte Frau in dieser speziellen Situation an einen Pavian interessiert ist, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall könnte dir passieren, dass diese hypothetische Frau auf das Buch zeigt und fragt, worum geht es da? Dann bist du gefragt. Richard Dawkins schreibt über dieses Buch: Es ist so seltsam, wie der Titel andeutet, und gehört eindeutig zu den Büchern, die entweder barer Unsinn oder das Werk eines Genies sind, aber nichts dazwischen. Vermutlich trifft die erste Möglichkeit zu, aber meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen. Julian Jaynes war ein Psychologe und ein autodidaktischer Anthropologe und Philosoph. Und er hatte eine der seltsamsten Ideen, die man überhaupt haben kann. Doch obwohl diese Idee so merkwürdig anmutet, fügt sie sich wirklich gut in das Gefüge aus Belegen. Hier ist also die Theorie der bikameralen Psyche in ihrer simpelsten Form nur das grobe Gerüst. Aufpassen und festhalten. Der heutige Mensch besitzt Sprache, Schrift und er besitzt ein Bewusstsein. Doch dieses Bewusstsein trat nicht etwa schon vor 50 oder 80.000 Jahren zusammen mit der Sprache in Erscheinung oder sogar vor 160.000 Jahren mit dem Auftritt des Homo sapiens in Ostafrika. Nein, das menschliche Bewusstsein ist ein Phänomen, das nicht früher als 1300 vor Christus entstanden ist, mancherorts erst 700 vor Christus. Davor waren alle Menschen unbewusst. Was sie davor hatten, war eine bikamerale Psyche. Ein inzwischen verstummter Bereich der rechten Gehirnhälfte war für einen regulären Strom aus zumeist akustischen Halluzinationen zuständig, den der antike Mensch als die berühmten Stimmen im Kopf erlebt hatte. Dies ist das Zeitalter der anthropomorphen Götter, die den Menschen ansprechen, quälen und lenken. Der Mensch vor 3000 Jahren befand sich in einem inneren Zwiegespräch, welches ihm in seinem Kopf jedoch gänzlich real erschien. Ich ruhe einige Augenblicke, damit sich die Sache gerade für jene, die Jaynes noch nicht kennen, ein wenig setzen kann. Es gibt kaum eine Theorie, die man schneller mit den Worten "Das ist doch Blödsinn" abtun möchte. Nun, Julian Jaynes hat sie selbst als etwas grotesk bezeichnet und das Erstargument kommt ja immer sofort von der Hüfte geschossen. Wir haben doch Bauwerke, Schriftbeiträge und Kunst, die beweisen, dass der Mensch auch schon vor 1300 Jahren vor Christus bereits komplexe soziale Strukturen besessen hatte, Städte baute, Reiche gründete, Kriege führte und Mausoleen schuf, ja Bücher schrieb. Es ist doch offensichtlich, dass der Mensch bereits vor mehr als 3000 Jahren ein Bewusstsein besessen hatte. Wie wäre es sonst all der Leistungen fähig, die heute noch besichtigt werden können? Pyramiden, Königsgräber, Tempel, Schiffe, er kann das ja nicht ohne ein Bewusstsein gemacht haben. Oder? Und damit kommen wir zu dem ersten großen Problem und es ist natürlich das allergrößte philosophische Problem, das uns bekannt ist. Was ist ein Bewusstsein? Jaynes bemängelt an dieser Stelle, dass man eben dem Menschen kaum ein Bewusstsein zu- oder absprechen kann, solange man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, was ein Bewusstsein ist. Die ersten 50 Seiten seines dicken Buchs beschäftigen sich auch nicht mit seiner Theorie. Sie sind ein vorbereitender Teil, der sich ausschließlich mit der Frage befasst, was ist kein Bewusstsein?
Hier arbeitet James mit psychologischer Quengeligkeit alle nur denkbaren geistigen Konstrukte ab, die wir sprachlich mit dem Wort Bewusstsein in Verbindung bringen, Englisch Consciousness. Und er zeigt uns damit sehr gut die Grenze zwischen unserer Sprachen auf und wir erkennen schnell, dass es offensichtlich Dutzende Zustände gibt, die mal mehr introspekt sind und mal mehr außen erlebt werden, die mal mehr mit unserem Gehirn zu tun haben und dann doch mehr mit Kunst und kulturhistorischen Vorstellungen. All das packen wir ganz fahrlässig unter das Etikett Bewusstsein, obwohl diese Zustände und Vorgänge doch nichts miteinander zu tun haben. Wir besitzen keine fixe Vorstellung davon, was ein Bewusstsein ist. Es ist auch nicht einfach, etwas zu studieren und zu beschreiben, das Objekt und Subjekt gleichermaßen ist. Wir brauchen ein Bewusstsein, um ein Bewusstsein zu studieren. Hierzu lasse ich zwei der großartigsten Denker zu Wort kommen, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. In einem außergewöhnlichen Buch. Die Rede ist von Heinz von Förster und Ernst von Glasersfeld in ihrem Dialogbuch »Wie wir uns erfinden«. Ernst von Glasersfeld fängt hier an. Fangen wir mit der Sprache an oder mit dem Bewusstsein? Maturana sagt ja, der Beobachter entstehe durch das, was er Languaging nennt, also durch die sprachliche Interaktion mit anderen und erst mit der Sprache entstünde das Bewusstsein. Ich habe ihm öfters gesagt, dass ich das nicht verstehe. Und trotz seiner geduldigen Erklärungen verstehe ich es noch immer nicht. Für mich braucht es zur Sprache mindestens ein primitives Bewusstsein, denn wenn ich nicht imstande bin, Wörter bewusst von ihren Bedeutungen zu unterscheiden, dann ist ein Wort bestenfalls ein sensomotorischer Stimulus, mit dem ich eine bestimmte Handlungsweise assoziiert habe, so wie ein Hund, der sich setzt, wenn man "setz dich" sagt. Und das möchte ich nicht Sprache nennen, ich nenne das Signal. Ebenso beim Militär, wo die Befehle ja auch nur Handlungen bewirken sollen und um Gottes Willen kein bewusstes Denken oder Reflexion. Heinz von Förster darauf: Aber über Bewusstsein sprechen kann man nur, wenn man eine Sprache hat. Ernst von Glasersfeld: Das will ich nicht bestreiten, aber es überzeugt mich keineswegs, dass ich die Sprache brauche, um bewusst zu sein. Um auf allen Vieren kriechen zu lernen, brauchen die Kinder keine Sprache. Und es dauert einige Jahre, bis sie vernünftig darüber reden und es richtig beschreiben können. Piaget hat das sehr hübsch gezeigt und übrigens auch, dass viele Erwachsene das Kriechen auf Anhieb auch nicht richtig beschreiben. Sie müssen es erst selber tun, um herauszufinden, wie es funktioniert. Das hat natürlich nichts mit der Sprache zu tun, sondern mit der Vorstellung. Wir sollten also aufpassen, wenn wir die bikamerale Theorie von uns stoßen, denn wir wissen nicht mit endgültiger Bestimmtheit, was Bewusstsein bedeutet. Wir haben unzählige Theorien und diese widersprechen sich auch schon mal. Es gibt eben keine Gott-Perspektive, die wir einnehmen können, um uns selbst zu beobachten. Alles, was uns bleibt, ist unsere Vorstellung. James geht also alle Varianten des Bewusstseins in den ersten Kapiteln seines Buches durch und sagt überall nur: Das ist nicht das Bewusstsein, was ich meine. Jenes Bewusstsein, von dem James letztendlich spricht, ist somit etwas anderes als diese graue Masse aus Ideen und Vorstellungen, die wir im Alltag mit diesem Wort verbinden. Es ist viel konkreter und viel präziser definiert. Das bedeutet nun nicht, dass seine Theorie stimmt, nur weil James eine eigene Art von Bewusstsein definieren kann. Es bedeutet erstmal nur, dass wir nun ein James-Bewusstsein im Mittelpunkt unserer Überlegungen haben, über das wir sprechen können. James' Theorie besagt nicht, all diese anderen Bewusstseine, wie man sieht, ist dieses Wort für Plural gänzlich ungeeignet, sind falsch, denn die Erfahrungen und Wahrnehmungen hinter ihnen sind real. Sie sind einfach nur etwas anderes als das, wovon er spricht. Wir sehen das Problem. Wir bräuchten mindestens 20 verschiedene Ausdrücke, die etwas beschreiben, das wir als Bewusstsein bezeichnen. James sagt, um eine Kultur zu haben, Tempel zu bauen und Handel zu betreiben, braucht der Mensch kein Bewusstsein. Dafür reicht Intelligenz und halbwegs umfassende Sprache allein gut aus. Ein unbewusster Mensch besitzt alle erdenklichen Eigenschaften, die den Fortschritt ermöglichen, inklusive der Fähigkeit zu sprechen. James sagt, all diese Fähigkeiten, das Erinnerungsvermögen, die Gabe zu lernen und zu kommunizieren, die Fähigkeit sich zu entscheiden und Gedankengänge unmittelbar aufzuzeichnen, all das ist das Reaktionsvermögen des Menschen. Und das allein ist schon eine tolle Sache. Denn unser Reaktionsvermögen erlaubt uns zu überleben und uns zu verbessern. Doch all das setzt kein Bewusstsein voraus. Im Gegenteil, meint James. Bewusstsein ist schließlich etwas, das einige von uns unentwegt abzuschalten versuchen, um all die großartigen Dinge zu leisten, die dem Menschen möglich sind und die nur ohne den Einsatz von Bewusstsein erlangt werden können. Was heißt das?
Lassen wir mal Jane selbst zu Wort kommen, um das verständlicher zu machen. Bewusstsein ist häufig nicht nur überflüssig, es kann sogar störend wirken. Würde unser Pianist mitten in einer rasend gespielten Folge von Arpeggios sich plötzlich seiner Finger bewusst, müsste er sein Spiel abbrechen. Nijinsky hat einmal gesagt, beim Tanzen habe er immer das Gefühl gehabt, als ob er im Orchestergraben sitze und sich selbst zusehe. Er war sich also nicht jeder einzelnen seiner Bewegungen bewusst, sondern des Bildes, das er für die anderen abgab. Ein Sprinter ist sich vielleicht seiner Position im Feld bewusst, mit Sicherheit jedoch ist ihm nicht bewusst, wie er ein Bein vor das andere setzt, denn das könnte ihn unter Umständen sogar zum Straucheln bringen. Und jedermann, der auch nur so laienhaft Tennis spielt wie ich, kennt den Ingrim, der einen übermannt, wenn plötzlich der Aufschlag beim Teufel ist und man aus den Doppelfehlern nicht mehr herauskommt. Je mehr Doppelfehler, desto bewusster wird man sich seiner Haltung, seiner Bewegungen und seiner Laune und desto schlimmer wird alles nur noch. Damit wird ein kleines wenig deutlicher, was Janes Bewusstsein meint. Es ist eben kein Äquivalent zu Computer ist an gegenüber Computer ist aus. Denn für Janes drückt sich das Bewusstsein vor allem durch eins aus. Durch den Einsatz eines Geistes und einer Sprache, welche befähigt ist, die Welt auf Umwegen abzubilden. Selbstwahrnehmung durch Vergleiche. Das Schlüsselwort hier lautet Metapher. Hier ist, was Janes über Metaphern schreibt. Reden wir über die Metapher, das sprachliche Bild. Die faszinierendste Eigenschaft der Sprache ist ihre Fähigkeit, Metaphern zu bilden. Welch eine Untertreibung! Die Metapher ist nämlich nicht, wie sie in den alten Schulbüchern unter den Regeln für das Aufsatzschreiben so oft abgetan wird, bloß ein rhetorischer Trick unter vielen, sondern sie ist der eigentliche Wesensgrund der Sprache. Ich benutze den Begriff Metapher hier in seinem allgemeinsten Sinn. Den Ausdruck für eine Sache zur Bezeichnung einer anderen Sache verwenden, und zwar aufgrund einer Ähnlichkeit zwischen den beiden Sachen und zwischen ihren jeweiligen Relationen zu anderen Sachen. Somit enthält eine Metapher immer zwei Gliedstellen: die Sache, die bezeichnet werden soll, ich werde sie fortan den Metaphoranten nennen, und die Sache oder die Relation, die als Bezeichnung dient und die ich den Metaphorator nennen will. Eine Metapher besteht also immer darin, dass ein uns bekannter Metaphorator auf einen von uns weniger bekannten Metaphoranten bezogen wird. Jane sagt also, es ist eine gewisse abstrakte Qualität unseres Geistes, die Fähigkeit, analoge Entsprechungen unserer fundamentalsten und somit gänzlich tierischen Erfahrungen auf einer neuen Ebene abzubilden. Doch halten wir mal inne. Wie kommt er auf all das? Warum denkt er, die Gedankenwelt der Menschen vor knapp 2.500 bis 3.000 Jahren begann sich langsam zu verändern? Woran macht er das fest? Hier kommen seine Grundzeugen zum Vorschein. Für Janes präsentiert sich die Literatur des menschlichen Altertums anhand von Beiträgen, die vor dem Zusammenbruch der bikameralen Psyche geschrieben und danach, also im Besitz eines Bewusstseins. Und einigen interessanten Übergangsformen, wie zum Beispiel die Stele des babylonischen Königs Hammurabi. Und den Unterschied kann man sehen. Werke wie Homers Ilias zeigen die unbewussten, dauernd halluzinierenden Protagonisten, deren Entscheidungen stets von den Stimmen abhängig sind, die da in ihren Köpfen brummen. Dies wird von Homer nicht gesondert beschrieben, denn das wäre auch absurd. Der Zustand des halluzinierenden Achilles ist nichts Besonderes. Die Götter sprachen damals zu uns allen in klaren Worten. Schließlich würde man heute ja auch nicht in einem Roman unentwegt den Leser daran erinnern, dass man bewusst sei und der abstrakten Metaphorik fähig ist. Nein, man verwendet diese Abstraktion einfach, ohne sie zu kommentieren. Da die Leser auch ein Bewusstsein haben, ist es für mich nicht ungewöhnlich, sie mit Metaphern anzusprechen, und für sie ist es keine Überraschung, dass ich mich metaphorisch ausdrücke. Die Bibel ist ein interessantes Beispiel hierbei, denn das Alte Testament zeigt zum Teil Texte, die aus einer bikameralen Zeit stammen, während das Neue Testament ausschließlich das Erzeugnis bewusster Menschen ist. Gerade die Bücher Mose sind gespickt mit Affekthandlungen, die man heute eher als psychotisch bezeichnen würde. Da sagt eine Stimme zu Abraham, er solle ein Kind zeugen, und später sagt ihm die Stimme, er solle es töten. Die frühen Zivilisationen waren halluzinierende Zivilisationen. Doch nur aus unserer Perspektive könnten die Menschen von damals auf uns blicken und sich mit uns beschäftigen, würden sie erstaunt sein, dass wir nun schon seit gut 3000 Jahren in dieser ewigen Stille leben, dass unsere Gedanken nur noch ein einsamer Monolog sind, verlassen von allen Göttern, Engeln und Dämonen.
Jaynes vermutet, dass die Bikameralität mindestens 9000 vor Christus entstanden ist, als eine nächste Stufe in der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Für Jaynes fällt dies zusammen mit der Gründung der ersten Städte und der Stadtstaaten. Zum ersten Mal leben Menschen in sozialen Strukturen, innerhalb welcher nicht jeder jeden gleich gut kennt. Zum ersten Mal leben Menschen unter Häuptlingen, die keine Zeit mehr haben, jedem Einzelnen alles zu erklären und zu befehlen. Das zunehmende Auftreten der Stimme im Kopf ist somit der Startschuss für die Entstehung der Gottkönige, der Götterpantheone und der Mythologie. Und es würde Jahrtausende dauern, bis die Stimmen wieder verstummen sollten. Es ist dann nach 1300 vor Christus der Zusammenbruch der bikameralen Psyche, der dann von der Entstehung des Bewusstseins abgelöst wird. Nun ist dem denkenden Menschen viel mehr möglich als nur blinder Gehorsam und ein Leben unter heute sinnlos erscheinenden Anweisungen durch halluzinierende Gottkönige. Nun erst kann die Philosophie entstehen, die geistigen Grundlagen für ein Leben, wie wir es heute kennen. Eine neue Identität des Menschen schält sich heraus, eine Vorstellung von sich selbst, die man sich unentwegt macht. Hier drängt sich natürlich ein faszinierender Gedanke auf. Diese abstrakte Formalisierung dieses einen Begriffs, den wir heute als Religion bezeichnen, diese abstrakte Leistung von innerlich widersprüchlichen, monotheistischen Gedanken, das Heraufbeschwören von etwas, das die Ahnen in einer unmittelbaren Art und Weise erfahren haben, und das wir hingegen mit diesem riesigen, metaphorischen Überbau zum Ausdruck bringen müssen. Die Idee von Schuld und Sühne, die Rückkehr des Verschwundenen und Unsichtbaren zurück in unsere Welt als ein wiederkehrendes eschatologisches Motiv. Durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche, durch das Verstummen der Götter, war plötzlich ein neues sprachliches Bemühen nötig. Die Religionen wurden abstrakter und durchdrungen von Metaphern. Der menschliche Geist hatte begonnen, geistigen Ersatz für die Stimmen zu formen. Verglichen mit den heutigen Weltreligionen waren die alten Götter unkompliziert, direkt und klar zu verstehen. Ihre Forderungen mochten nicht immer sinnhaft erscheinen, doch das ist unser moderner Blick darauf, eben typisch für Menschen, die keine Stimmen mehr hören. Und damit kommen wir zu einem abschließenden Eckpunkt von Julian Jaynes faszinierender Theorie. Der Zusammenhang zwischen der bikameralen Psyche und dem heutigen Auftreten der psychischen Erkrankung namens Schizophrenie. Für Jaynes ist Schizophrenie ein gelegentlich in Erscheinung tretender Überrest der bikameralen Psyche. Bedingt durch neurobiologische Umstände werden hier Symptome ausgelöst, die vor 4.000 oder 5.000 Jahren alle Menschen regulär erfahren haben. Für Jaynes war die Suche nach der bikameralen Psyche auch keine ausschließlich philologische Übung, bei der man sich auf die Analyse altertümlicher Texte beschränkt. Er war zuversichtlich, dass wir es hier mit einem neurologischen Sachverhalt zu tun haben, und er hatte auch die Region vorgeschlagen, in der seine Vermutung ansiedelte. Die symmetrische Entsprechung zum Wernicke-Zentrum in der rechten Gehirnhälfte, ein Bereich des Hirns, der vergleichsweise wenig aktiv ist. Heute, meint Jaynes. Doch lässt sich dieser Bereich stimulieren? In seinem Buch heißt es: In der großen Mehrzahl der Fälle wurde der rechte Schläfenlappen stimuliert, insbesondere im hinteren Bereich zur oberen Windung hin, also die rechtsseitige Entsprechung zum Wernicke-Zentrum. Bei den Patienten stellte sich daraufhin eine Reihe von bemerkenswerten Reaktionen ein. Wir stehen hier, ich wiederhole es, an dem Punkt, wo wir erwarten dürfen, gleichsam aus dem anderen Teil unserer bikameralen Psyche neuerlich den Anruf der antiken Götter zu vernehmen. Haben diese Patienten, und sei es bloß im Nachhall, die Gottheiten des Altertums sprechen hören? Hier einige repräsentative Untersuchungsbefunde. Während der Reizung in dem beschriebenen Bereich rief Fall Nummer 7, ein Student männlich, 22 Jahre alt, aus: Jetzt höre ich wieder Stimmen. Irgendwie ist für mich der Kontakt mit der Wirklichkeit abgerissen. Mir summt's in den Ohren und ich fühle mich ein bisschen beklommen. Und bei erneuter Reizung: Stimmen, genau wie vorher. Und jetzt war auch wieder der Kontakt mit der Wirklichkeit abgerissen. Auf die entsprechende Frage erwiderte er, er habe nicht verstehen können, was die Stimmen sagten. Sie hätten verschwommen geklungen. Ähnlich verschwommen waren die Stimmen in der Mehrzahl der Fälle. Nummer 8, Hausfrau, 26 Jahre alt, wurde ungefähr im gleichen Bereich stimuliert und gab an, es sei ihr so vorgekommen, als habe sie von weit, weit her eine Stimme gehört. Es klang, als ob die Stimme etwas sagte, aber sie war so leise, dass ich nicht mitkriegte, was.
Fall Nummer 12, weiblich, 24 Jahre alt, wurde sukzessive an verschiedenen Stellen im hinteren Abschnitt der oberen Schläfenwindung gereizt. Die Reaktion war, ich höre jemand sprechen und murmeln oder so ähnlich. Und nach Reizung einer anderen Stelle, da wurde eben geredet oder gemurmelt, aber ich konnte nichts verstehen. Und als ein knapp 2 cm langes Stück der Windung gereizt wurde, blieb die Frau anfangs stumm, um dann einen lauten Schrei auszustoßen. Ich habe die Stimmen gehört und dann losgeschrien. Ich hatte das Gefühl, das ging mir durch und durch. Und als die Reizung wieder ein kleines Stück zurück gegen den Ausgangspunkt verlagert wurde, begann sie zu schluchzen. Wieder die Stimme von diesem Mann. Dazu fällt mir nicht mehr ein, als dass mein Vater mir furchtbar viel Angst macht. Sie identifizierte die Stimme nicht als die ihres Vaters, sondern fühlte sich durch jene nur an diese erinnert. Manche Patienten hörten Musik und bekannte Melodien, die sie dem Chirurgen vorsummen konnten, im Falle von Nummer 4 und Nummer 5. Andere hörten Verwandte, zumal ihre Mutter. Fall Nummer 32, weiblich, 22 Jahre alt, hörte ihre Eltern sprechen und singen. Nach Verlagerung der Reizung hörten sie ihre Mutter bloß noch keifen. Ihr könnt es euch denken, dass diese allzu komprimierte Zusammenfassung eines 500-Seiten-Buches der darin geschilderten Theorie kaum gerecht wird. Julian Jaynes führt hunderte Beispiele für seine Ideen auf und verknüpft sie zu faszinierenden Erkenntnisbrücken. Aber es war auch nicht meine Absicht, alles in nur wenigen Minuten zu erklären. Das Ziel bestand darin, möglicherweise dein Interesse an der bikameralen Psyche zu erwecken. Es ist eine faszinierende Reise, die über die Frage, ob diese Theorie nun korrekt ist oder nicht, weit hinausgeht. Heute ist Jaynes ein wenig in Vergessenheit geraten, was sicherlich unfair ist, da die Fragen, welche er in seinem Buch aufwirft, letztendlich nicht anderweitig beantwortet wurden. Douglas Hofstadter und Daniel Dennett schreiben darüber: Der zweifellos kühnste und einfallsreichste Versuch, einen solchen Entwicklungsbruch nachzuweisen, ist Julian Jaynes' Buch, worin argumentiert wird, dass die uns vertraute, typisch menschliche Art Bewusstsein eine sehr junge Erscheinung sei, deren Datierung in historischen Zeiten liege und keineswegs biologische Äonen umfasse. Die menschlichen Wesen, von denen Homers Ilias berichtet, hätten, behauptet Jaynes, kein Bewusstsein gehabt. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie schliefen oder ohne Wahrnehmung waren, sondern dass sie nichts von dem hatten, was uns als unser Innenleben gilt. Selbst wenn Jaynes die Sache übertrieben hat, eine Ansicht, in der die meisten Kommentatoren übereinkommen, hat er doch faszinierende Fragen aufgeworfen und das Augenmerk auf wichtige Umstände und Probleme gelenkt, denen die über diese Dinge Arbeitenden bis dahin keine Beachtung geschenkt hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob Jaynes die Sache übertrieben hat, wie es die beiden Forscher zum Ausdruck bringen. Wir leben nur in einer Zeit, in der innerhalb der Kosmologie und Astrophysik manch eine Theorie gar nicht wahnsinnig genug sein kann, während man in der Biologie und Anthropologie manchmal einen gewissen Mangel an Mut zur Attacke feststellen kann. Das Buch ist in Deutschland beim Rowohlt Verlag erschienen. Es ist leider vergriffen, wie es heute eine Menge großartiger Sachbücher ist. Es ist übrigens das einzige Buch, das Julian Jaynes jemals geschrieben hatte. Wer erstmal eine gut lesbare und doch auch detaillierte Zusammenfassung der Theorie der bikameralen Psyche lesen möchte, dem empfehle ich die Abschrift des exzellenten Vortrags von Ingo Wolf Kittel unter dem Titel »Ein moderner Blick auf die Mutation vom mythischen zum mentalen Bewusstsein«, die man auf Deutsch im Internet downloaden kann. Ich werde den Link dazu unterhalb des Videos posten. Hat dich dieses Thema angesprochen oder auf unerhörte Weise entsetzt, so schreibe doch etwas in die Kommentare. Ansonsten abonniere meinen Kanal, roter Knopf unten, um bei meinen weiteren Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Somit schließe ich mit den großartigen Worten von Heinz von Förster: Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen können ohne Beobachter gemacht werden. Somit genieße die ungeahnten Fähigkeiten deines Bewusstseins, deines Abstraktionsvermögens und deiner Gabe, in Analogien und Metaphern zu denken. Sei neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.